Knöpfchen, wir zeichnen auf, also benehmt euch jetzt bitte. Risikobelehrungen brauchen wir jetzt nicht machen. Guten Abend, Christian. Erinnere mich bitte mal daran, dass wir beide morgen mal bitte telefonieren. So, und meine kleine Sonja ist auch da. Dann sind wir ja fast alle komplett. Das hat dann doch mit den Anmeldungen nachher noch funktioniert. Gehe ich mal davon aus. Der Rick Dick. So. Also, nur um einmal das im Vorfeld, ich werde jetzt ganz kurz nochmal auf die Position von Herrn Lambrach eingehen, nur um die 2 Minuten irgendwie zu nutzen. Und ansonsten ist das ein reines Support-Video oder ein reines Support-Seminar, was wir hinterher auch zurechtstutzen, zurechtschneiden werden, damit wir es hochladen können, damit ihr in Zukunft wisst, wie wir mit dem neuen CFD Pro oder mit dem neuen Euro Pro und dem CFD Pro DAX umgehen. Wir werden erst erläutern und bitte dann danach bitte die Fragen stellen. Es nützt jetzt nichts, wenn man sich jetzt mit Fragen zuballert hier und es kommt vielleicht in der Erläuterung sowieso. Aber aufschreiben, was ihr an Fragen habt. Wenn ihr nicht beantwortet, dann könnt ihr die hinterher stellen, weil es könnte durchaus sein, dass ich was vergesse. Ich habe hier kein Konzept. Ich mache es aus dem Kopf, aus so einer Birne. Okay, also das Erste, wechseln wir mal ganz kurz das Chartbild. Da gehen wir hin. Die DAX-Position von heute Morgen, von der 9.990, ist immer noch am Laufen. Wir haben gesagt, er darf zurücklaufen hier bis an die 73. Da liegt auch unser Stop von heute Morgen. Und wir haben hier vorhin im Spannchart einen Einstieg gekriegt bei 53,55. Stop liegt immer noch da oben drüber. Mehr dazu nachher. So sind die Position, das ist jetzt wahrscheinlich weg, schätze ich mal. Ja. Die ist noch da. Meine Short-Position ist vorhin hier bei, falscher Schirm, ich weiß, nicht meckern. Lieb sein ist schon spät. Wir haben den Stop vorhin hier sauber nachgetrailt und nachher, als er hier unten sich anschickte Richtung Alarm, und dann hier sind wir rausgeflogen bei 35 mit 10 Punkten. Habe den Stop auf Entry gelegt, ausgestoppt worden, ziehst du den nicht nach bei 20 Punkten im Plus. Welchen? Was meinst du? Im DAX? Im Euro? Im DAX kannst du nicht 20 Punkte im Plus gewesen sein, weil die Position von heute Morgen habe ich den Stop jetzt auf 75 liegen, weil bis 73 darf er locker zurücklaufen. Er darf sogar bis bis 75 darf er zurücklaufen und da in diesem Bereich darüber liegt auch mein Stop, das heißt, den haben wir nachgetrailt und die Position von heute Nachmittag, die bei 55 eingestoppt worden ist, die ist noch keine 20 Punkte vorne gewesen, sondern bei 36 oder 37, also 19 Punkte. Das muss jeder mit sich selber ausmachen, wie er das macht. Aber da kommen wir, auf das Ausstiegsszenario kommen wir ja gleich, Step by Step. Okay?
Es gibt ja verschiedene Szenarien. Okay, wir fangen von der Pike auf an. Okay? Wir sind hier auch ein Haufen Leute, die noch nie mit der Plattform was zu tun gehabt haben, beziehungsweise das gerade mit Europode so anfangen. Die müssen ja auch wissen, wie sie sich zurechtfinden. Okay, also, wenn wir die Plattform runtergeladen haben, sieht die ja dann erstmal so aus, dass wir alles leer haben und nichts mehr hochgeladen haben. Das heißt, wir starten klassisch mit einer leeren Seite. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder die jetzt neu sind, beziehungsweise das Update gekauft haben, darauf werden wir uns jetzt stürzen. Wir gehen einfach nur in den Seitenmanager und wir laden, je nachdem, was wir für ein Kontomodell haben, laden wir die dementsprechende Studie, die wir laden wollen. Sind wir... Das ist eine kurze Frage, bist du auf dem richtigen Bildschirm? Man sieht nämlich nicht viel. Ach so, ich habe... Und damit natürlich erstmal Moin von mir. Genau. Aber es ist schön blau bei dir. Ja, man muss auch vergessen können. Danke, Christoph. Polle. Also, nochmal von vorne. Wir gehen auf den Seitenmanager und je nachdem, was wir für ein Kontomodell handeln, nehmen wir uns den CFD Pro Alarm plus plus oder den CFD Pro Alarm. Handeln wir Spread-basiert, nehmen wir ohne plus plus, handeln wir Commission-based, handeln wir mit plus plus, da ich Commission-based handel, muss ich mich auf CFD Pro Alarm plus plus stürzen. Da einfach draufklicken und dann wird alles, was wir brauchen, komplett fertig geladen. Heißt im Klartext, wenn wir das hier fertig haben, ich nehme euch mal mit dem Ding mit auf den Hauptbildschirm, weil da kann man es besser sehen. Das heißt, wir haben im 1-Minuten-Chart haben wir unser Europro, wir haben eine Studie, die heißt CFD Pro unterstrich 1 Minuten. Und eine Studie CFD Pro unterstrich 5 Minuten. Jetzt seht ihr wieder nichts, ne? Man sieht aktuell nur im Browser, ja. Besser. Hier haben wir den 1 Minuten. Der ist wie immer groß. Und hier haben wir den CFD Pro 5 Minuten. Diese nehmen wir zum Abgleichen. Wie gehabt. Die Handelsregeln sind wie gehabt. Es ändert sich nicht viel. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben im Euro ein paar Parameter verändert. Wir haben an den Zielbereichen ein paar Parameter verändert. Wir haben an den Filtern rumgeschraubt. Und wir haben die Regeln in der Form angepasst, weil viele es zu genau genommen haben, dass wir immer gesagt haben, Bewegung, die Korrektur in die Nähe von der Einstiegslinie. Die Nähe Einstiegslinie wurde immer nicht so ganz richtig definiert und die meisten sind dann, wenn sie dann hier, nehmen wir mal hier diesen Bereich, wenn sie dann über der Einstiegslinie waren, haben sie sich nicht mehr reingetraut. Also, das Setup ist nach wie vor, mal gucken, ob wir ein Setup finden. Na, heute Nachmittag war es natürlich nicht so pralle. Sehen natürlich eklig aus. Ich will nur ein sauberes Setup suchen, damit man auch weiß, wie das geht. Nehmen wir mal hier ist zum Beispiel ein schönes Beispiel heute Mittag. Short-Signal aufgehoben. Das heißt, wenn dieser Pfeil, der rote Pfeil, wenn ein roter Pfeil ohne dieses
Super. Wo waren wir heute Mittag? Da. Wenn wir hier, wenn dieser rote Pfeil erscheint, heißt das Leerverkauf. Das heißt, es baut sich ein Short-Setup auf. Dann warten wir die Korrektur ab und in der Korrektur fangen wir an, uns eine Stop-Order unter den Kerzen zu platzieren. Immer mit wenig Luft. Idealerweise sollte diese Short-Setup in einer Aufwärts-, also in einer Long-Kerze kommen, nicht unbedingt in einer Short-Kerze. Erkläre ich auch, warum. Weil wir, wenn die Korrektur anfängt zu laufen, wir wollen uns ja den günstigsten Punkt in der Korrektur raussuchen. Und wenn dann die erste blaue Kerze kommt, idealerweise setze auf einer von diesen beiden Kerzen schon diesen Pfeil drauf. Wenn er das erst macht, wenn das Ding schon am Laufen ist hier, ist das Signal in der Regel relativ unsicher, nicht so sauber, auf jeden Fall nicht kräftig genug. Hier entwickelt sich, wie wir auch sehen, entwickelt sich hier die Long-Bewegung und das Short-Signal wird aufgehoben mit einem roten Pfeil und einem Strich oben drüber. Wenn das Short-Signal aufgehoben wird, heißt es, sollten wir zeitnah ein Long-Signal kriegen. Und das ist, wenn wir jetzt ganz fein denken, Bewegung, Korrektur, Bewegung Richtung Short. Dann heißt es, das letzte Hoch der Abwärtsbewegung sollte gebrochen sein. Das ist passiert, deswegen kommt hier das Long-Signal. Dann haben wir hier die erste kurze Korrektur, die werden wir wahrscheinlich nicht zu fassen kriegen. Wir müssen immer sehen, dass wir unsere Stop-Order über den Korrekturkerzen platzieren. Das heißt, hier kommt das Signal, hier kommt die Korrektur, wer schnell ist und wer das kennt, nimmt dieses Signal schon, wenn er ein bisschen Feingefühl für den Chart hat, wer es noch nicht hat, muss warten, bis das nächste kommt, weil hier hat er nun wirklich alle Hochs gebrochen. Wird auch in dem neuen Handbuch genau beschrieben. Bewegung, hier kommt das Alarmsignal. Dann kommt hier die Korrektur. Da kann man sich darüber einstoppen lassen oder man muss warten, bis diese Kerze durch ist und dann fängt man an, hier drüber die Order hinterherzuführen. Dieses Short-Signal hier, selbst wenn man das genommen hat, was passieren kann, das Problem ist nur, dass er hier schon in der zweiten Kerze am Laufen ist und wir danach die Korrektur abwarten müssen. Du hast vollkommen recht, Günther, wenn du sehr feinfühlig denkst, würde man hier unter dieser Kerze reinkommen und bei 1,3530 ungefähr einsteigen. Aber mit einem verdammt engen Risiko, weil wir ziehen den Stop über das letzte Hoch, der da wäre. Mehr mit 3 Punkten. Kann passieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass Scalpen hat was mit Fleiß zu tun. Das hat was mit Arbeit zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass man immer nur davor sitzt und drauf guckt, sondern wir sollen sehen, dass wir so schnell wie möglich mit dem kleinsten Risiko oder mit dem geringsten Risiko in den Markt kommen. Eins stoppen lassen, Rico, immer über dem Hoch oder über dem Tief. Das heißt, in dem Fall, wenn wir, muss ich nachher das richtige Konto haben, dann werden wir das auch zeigen. Wenn wir den Fall hier nehmen, wir haben diese Kerze, die hier hochläuft, dann ist diese Korrekturkerze, die ist fertig. Die hat das High bei 1,3537,8, also 38 und dann bei 38, bei 39 lässt man sich einstoppen im Commission-Based. Man muss 1 Punkt oder 2 Punkte dazu nehmen, also bei 40 oder bei 41, wenn man spreadbasiert handelt, weil man den Spread dazu rechnen muss. Dann fängt das Ding hier an zu laufen.
Wir haben hier den Zielbereich vor der Nase. Diesen Zielbereich ist er hier bei 46 angelaufen. 39 rein, 46 hier das Hoch. 45, 46, 7 Punkte vorne. Das ist nicht allzu viel, aber wir haben den Zielbereich vor der Nase, deswegen gehört der Stop Break Even. Und zwar so, dass man die Gebühren auch drin hat. Handeln wir Commission-based, muss der Stop auf Break-Even plus 1, ich ziehe ihn sogar lieber noch plus 2, damit ich ein bisschen was verdient habe. Handel ich Spread-basiert, muss er auf jeden Fall Break-Even, weil der Spread dann schon berechnet ist. Spätestens, wenn diese Position hier dann durch ist und die nächste Korrektur hier einsetzt und wir hier ein neues Hoch haben, gehört der Stop hier unter das Tief. In dem Moment, wo wir mit dieser blauen Kerze hier ein neues Hoch haben, gehört der Stop unter dieses Tief. Ab da kann er dann wieder anfangen zu laufen. Wir sind bei 39, wir sind bei 42,7, also wir bei 3 Punkten, 3 bis 4 Punkten gewinnen. Wer die Position heute Nachmittag verfolgt hat, konnte auch sehen, wie das funktioniert hat. Nächster Punkt, den wir beachten müssen, ist, dass wir eventuell automatisiert handeln. Darauf gehen wir aber separat ein. Wenn wir den B-Trail-Stop dahinter hängen, dann muss das Hoch muss eine fertige Kerze sein. Wir müssen auch mit dem Schlusskurs, so wie hier, darüber sein. Erst wenn der Schlusskurs darüber ist, haben wir hier die Bewegung, hier die Korrektur und dann hier die nächste Bewegung. Damit haben wir hier das letzte Tief. Dann kommt der Stop da darunter. Danach laufen lassen, die Automatik mit dem B-Trail-Stop, worüber wir auch Filme bei uns auf der Homepage haben, in der Mediathek, die kann man sich dort angucken. Dürfte sogar der B-Trail-Stop die Automatik übernehmen, dass er auf jeden Fall bei 8 Punkten, wenn wir 8 Punkte vorne sind, den Stop auf plus 2 zieht. B-Trail-Stops kann man mehrere reinpacken. Die Werte werden auch in den Videos dementsprechend dann gezeigt. Tief, neues Hoch. Hier haben wir wieder die Korrektur. Hier kann der Stop nachgezogen werden auf 46. Bei 39 sind wir rein. Hier verfehlen wir sogar ganz knapp den Take Profit bei 56. Bei 57, bei 39 sind 18 Punkte. Wir sind aber ganz knapp unter dem Zielbereich. Unter dem nächsten Zielbereich, wenn man dann merkt, dass hier anfängt rumzudümpeln, spätestens wenn er hier wieder zurückläuft, wenn wir schon so dicht dran sind, ist das, hat jeder eine andere Mentalität. Ich selber würde dann mein Stop langsam auf Tagesziel ziehen. Tagesziel ist bei dem einen 10 Punkte, bei dem anderen 11, bei dem anderen 12. Bei mir sind es 12 bis 15. Wenn ich 18 Punkte vorne bin, geht mein Stop auf plus 12. Wenn ich dann rausfliege, dann fliege ich raus, aber eben mit meinem Tagesziel. Es sei denn, wir haben eine Situation wie heute Nachmittag, aber das ist schon wieder die fortgeschrittene Geschichte für die Nachmittagswebinare, wo wir die Möglichkeit hatten, den nochmal auf plus 10 zu ziehen, nach Markttechnik, weil wir das Ziel 1,3503 vor der Nase hatten. Regelwerk ist immer, dass er bis hierher diesen ganzen Bereich sogar mitnehmen kann, der hier dazwischen ist, komplett kann er den mitnehmen, wenn wir ein Gegensignal kriegen, sprich der Filter sich rot färbt, dann sollten wir die Position verlassen. Gehört ein bisschen Feingefühl dazu. So wie hier färbt sich unsere Trendlinie ganz kurz einmal rot. Wenn ihr natürlich danach eine blaue Kerze habt und die Trendlinie ganz kurz rot ist, den Stop da drunter. Vorher hat er nach Markttechnik hier schon da unter gehört. Wie gesagt, das handhabt jeder anders. Bei 39 rein, wenn einer ein Tagesziel hat von 10 Punkten, dann kann er seinen Stop auf 49 legen. Dann liegt der Stop irgendwo hier unten. Ansonsten nach Markttechnik immer schön hinterherziehen. Markttechnik dürfte ja allen Begriff sein.
Spätestens, wenn man nach Alarmsystemen handelt, hier wird das Setup aufgehoben, wo das Alarmsystem sogar sagt, nach Kauf, die Kaufposition schließen. Dann sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, die Position zu schließen. Oder, so wie hier, wir haben hier den dicken Zielbereich, die dicke ockerfarbene Linie, dann sollte man Stop irgendwie einen Punkt vielleicht darunter legen. Je nachdem, in welcher Position man tagsüber ist, wenn man noch gar nichts hatte, wenn man vielleicht 3 Punkte Verlust hatte morgens oder 4 Punkte und ist mit so einer Position 18 Punkte im Gewinn, man zieht die 4 Punkte Verlust vom Vormittag ab, dann hat man immer noch sein Tagesziel erreicht, dann sollte man auch mal einen Cut ziehen. Das ist Disziplin. Aber ich weiß, dass der eine oder andere die Finger nicht aus dem Chart lassen kann. Wir haben hier den dicken Zielbereich und die sind meistens sehr haltbar. Die Position, die ich heute Nachmittag eingegangen bin, die habe ich auch erläutert. Das war genau in dem Augenblick, als er den Zielbereich von oben nach unten gebrochen hat, mit dem Ziel, den unteren Zielbereich einzulaufen. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Übung heute. David, das Update oder das Upgrade wird schon ausgeliefert. Wir haben allen eine Mail geschickt, dass ihr bitte uns eine E-Mail schickt, wann oder wie ihr einfach nur habe dann und dann bezahlt. Mein Kontoname ist whde sowieso. Dann gebe ich gibt meine Buchhaltung hier vorne die Freischaltung in Auftrag bei WH. Dann ist das in der Regel innerhalb von 3-4 Stunden. Erledigt. Diese beiden Charts, die wir hier haben, die sind nur dafür da, die Setups zu ziehen. Das Regelwerk ist nach wie vor das gleiche wie beim alten auch. Wir sollten sehen, nicht gegen die 5-Minuten-Kerze zu handeln. Was für mich heißt, wenn wir hier mit dieser 5-Minuten-Kerze hier, kann es ja durchaus sein, dass wir hier die Korrektur im 1-Minuten haben, dann würde ich mir keine Long-Position suchen, weil wir genau mit dieser Kerze eine Umkehrformation um 5 Minuten haben, die ganz klar andeutet, es kann die 5-Minuten-Korrektur losgehen. Das ist der einzige Punkt, wofür dieser 5-Minuten-Chart wichtig ist. Beide Charts sind nicht zum Handeln geeignet. Beide Charts sind nur da, um die Setups zu ziehen und die Setups abzugleichen. So wie hier. Schöne Korrektur. Aufgesetzt. Bob. Und dann soll das letzte Hoch der Abwärtsbewegung gebrochen sein. Das Setup haben wir hinter uns. Und hier kommt das Einstiegssignal von dem Alarmsystem. Bezieht sich also nicht nur auf die letzte 5-Minuten-Kerze. Wenn ich sage, wir treten nicht gegen die 5-Minuten-Kerze, würde ich genau in diesem Bereich, wenn diese Kerze jetzt schließt und ich im 1-Minuten-Chart ein Long-Setup kriege, würde ich das mit dieser Kerze, gerade mit Abschluss dieser Kerze, nicht nehmen, sondern würde ich dieses Setup abwarten. Diese 5-Minuten-Kerze, um die nächste 5-Minuten-Kerze reinziehen. Das hier ist ein ganz klares Umkehrsignal im 5-Minuten. Deswegen immer die Aussage, wir treten nicht gegen die 5-Minuten-Kerze. Ich glaube, ich muss mal ein Bier trinken. Den ganzen Tag reden macht müde. So, immerhin schon das dritte Webinar. 4 Stunden labern, das ist Du hattest aber letztens gesagt, dass man nach dem Upgrade im Alarmchart handeln kann. Wir haben hier unseren Handelschart, der ist hier im Hauptchart mit drinne. Wir haben um in dem Alarmchart zu handeln, noch einen kleinen Bug, was aber auch noch gar nicht weiter schlimm ist. Aber noch ist das, genau, jetzt kommt die Frage von Günther auch. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück.
Wenn ich hier jetzt handle und der mir die Alarme anzeigt, muss ich habe ich das Problem, mal gucken, wie das hier noch drin habe. Hier haben wir es nicht mehr drin. Der Metasentimentor. Kläre ich noch ab, werde ich morgen spätestens was dazu sagen, weil wir haben ihn jetzt hier auch sauber als Study drinne. Jetzt dürfte es so funktionieren, dass man, wenn man will, im Alarmchart auch handeln kann. Das Problem ist, Metasentimentor kann Position schließen. Wenn ich den Haken rausnehme, müssten die Alarme weg sein. Genau. Den Bug haben wir noch nicht beseitigt. Wenn wir den Haken drin lassen, Metasentimentor kann Position schließen, dann verschwinden die Alarme in 1 Minuten. Noch ist es so, dass es uns ein paar Mal passiert ist, wenn er diese Pfeile setzt, dass er dann auch die Position schließt. Ich weiß nicht, ob wir den Bug wegkriegen. So, und wenn ich die Kaufposition rausnehme, nimmt er mir sogar den Filter raus. Deswegen haben wir den 1 Minuten Handelschart hier noch drinne. Wir haben ich kenne ja keinen mehr, der nur mit einem Schirm handelt, oder? Kommen wir gleich drauf, Peter. Ich kenne ja keinen mehr, der nur auf dem Laptop hier mit einem mit einem Schirm handelt, also irgendwie auf so einem Netbook oder sowas handelt. Ja, doch, die Rosen, genau. Deswegen habe ich diesen Chart hier, da habe ich nur die Zielbereiche drin, mehr brauche ich nicht und kann den dann auf Automatik stellen. Da kann ich mein Trade Guard mit Auto-Order reinpacken. Ansonsten ist die Alternative, dass ich mir den Chart hier klein hinlege und da drinne handel. So viel zu dem. Ach so, dann haben wir noch einen Chart, der liegt klein unten drinne. Das ist der 5 Minuten Alarmchart. Der kann auch ganz klein unten drinne liegen bleiben. Ich würde es lieber trennen, sicherheitshalber. So, wir haben hier den 5 Minuten Alarmchart. Und hier in dem Alarmchart kann ich jetzt alle Alarme ein- und ausschalten. Ton aus oder an. Wir können hier auf 0 oder auf 1 gehen. 1 ist an, aus ist 0, steht auch da. Dann kriege ich den Ton. Ich kann die Mail ein- und ausschalten, dass er mir eine E-Mail schickt. Und ich kann Pop-up-Fenster ein- oder ausschalten. Alles, was ich auf 1 stelle, macht er. Alles, was auf 0 steht, macht er nicht. Die anderen Werte werden bitte nicht verändert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pop-up-Fenster haben will, irgendwo auf meinem Schirm und einen Ton dazu, dann muss ich das beides nur einschalten. Bin ich unterwegs, bin mit meinem Handy unterwegs oder so und arbeite in der Cloud, würde ich die Mail und Pop-up ausschalten, weil das sieht man dann sowieso nicht. Wenn ich mit dem Tablet irgendwie unterwegs bin, sondern sollte ich die Mail ein- und ausschalten, weil dann kriege ich das Ding sofort über Google Mail oder so, je nachdem, was ich für ein Konto hinterlegt habe, in kurzer Zeit hinterlegt. Nur dafür ist dieser 5-Minuten-Chart da. Den kann ich ansonsten klein machen und unten drinnen liegen lassen. Der liegt hier unten als separates, ausgegliedertes Fenster und dort bleibt er auch liegen. Und den Handelschart, den ziehe ich mir auf den zweiten Schirm. Wir haben ihn jetzt eingegliedert. Wir gehen hier oben sonst auf den Button Chart einbetten, auslagern. In dem Moment, wo ich ihn auslager, kann ich den auf jeden x-beliebigen Schirm ziehen. Okay.
Ist das soweit klar? Soweit verstanden? Um zu den Setups zu kommen, Idealszenarien sind immer, wenn die Alarme recht eng beieinander liegen. Idealszenario für so ein Short-Setup, was sich hier jetzt eventuell gerade aufbaut, ist, wenn das Long-Signal aufgehoben wird und das Short-Signal gleich auf der nächsten oder in der gleichen Kerze oben drauf kommt, dann erkennt man auch, dass da richtig Dampf drin ist. So, dann kann ich mir das Fenster hinlegen, wo ich will, das Handelsfenster, und ziehe mir das dahin, wo ich handeln will. Gut, dass du fragst. Johannes, was die Linien machen. Hier haben wir den Handelschart. Hier haben wir dazu die CFD Pro-Linien 1, 4, 200, 100 mit den Werten dahinter. Ja, ich kann ja in dem Moment, wo ich den Ton einschalte, kriege ich den Alarm rübergeschoben. Diese Linien, die wir hier haben, ich mache die jetzt mal über einen, nee, ich mache den Chart einfach größer, sieht man das besser. Wir sagen immer, wir sollen ja aufpassen, dass wir ein ganz gesundes CRV haben. Die meisten haben das Problem, dass sie vorm Chart sitzen und wissen dann nicht, wo gehört jetzt mein Stop hin, wo gehört mein Limit hin. Ist das über dem letzten Hoch? Ist es über dem letzten Tief? Ist es, passt das oder passt das nicht? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Wir wollen uns jetzt ein Short Setup suchen, was wir hier sogar ziemlich sauber haben. Wir wollen uns jetzt ein Short-Setup suchen, wissen jetzt nicht genau, weil die Funktion hier noch im Nano-Trader fehlt, im Metatrader, ich weiß, um den Jungs mal ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren, die im Metatrader handeln, kann man messen vom jetzigen Kurs bis da hoch, wie viele Punkte sind das. Hier an der Seite immer auszurechnen, 31 bis 38, passt das oder passt das nicht. In dem Fall sagt mir, wenn ich jetzt reingehe und mein Trade Guard einschalte, sagt mir das Ding, mein Stop würde in dem Fall hier liegen und mein Limit würde da liegen. Die grüne Linie wäre mein Short, mein Long Limit zu der Short Position und hier würde jetzt mein Stop liegen. Die Werte dazu stelle ich hier oben ein. Und zwar ist der erste immer an, aus, 1 oder 0. Also will ich die Linien überhaupt haben oder will ich sie nicht haben? Gehe ich auf 0, sind sie weg. Gehe ich auf 1, sind sie da. Der zweite Wert ist dafür, wie viele Kerzen soll das Ding anzeigen. Er zeigt immer die laufende und 4 Kerzen. Gehe ich jetzt auf, welche Linienlänge haben, gehe ich auf 10 Kerzen, dann kann ich die Linien besser sehen. Das heißt, über wie viel Kerzen soll das Ding gezeigt werden. Und hier stelle ich mein Gewinnziel ein in Ticks. Das habe ich auf 200 und den Stop auf 100 oder auf 80. Wir haben ihn jetzt auf 100 und 200 gestellt, weil viele mit dem 8-Punkte-Stop nicht klarkommen oder mit dem 80-Tick-Stop nicht klarkommen. Deswegen haben wir auf 100 gestellt. Der Wert lässt sich ändern. Wer mit 80 Ticks und 200 Ticks arbeiten will, braucht hier nur die Werte dementsprechend anpassen. Und jetzt zeigt er mir mein Stop in 10 Punkten Entfernung und mein Limit in 20 Punkten Entfernung. Also weiß ich genau, wenn ich jetzt in den Markt gehe, liegt mein Stop da und mein Limit da. Das heißt, mein Limit liegt in dem Fall unterhalb von dem dicken Zielbereich und mein Stop liegt auch noch unterhalb von diesem dicken Zielbereich, obwohl er bis da hoch noch zurücklaufen kann und hier unten drehen kann. Hilfsmittel, was uns die Berechnung erspart, liegt mein Stop richtig oder liegt er nicht? Wenn ich jetzt reingehe und sage, der Stop gehört über das letzte Hoch, sehe ich, dass der Stop hier platziert werden würde. Das heißt, höher als dieses letzte Hoch. Also wäre das Ding gar nicht so schlecht. Dafür sind diese Linien da. Deswegen haben wir die auch im Handelschart. Okay, Johann?
Aber dir war das Upgrade ja eh zu teuer, ne? So. Hier oben haben wir den Bitrate-Stop drinne mit den Werten 130, 80, 20, 0. Das Video dazu liegt in der Mediathek unter Support-Videos. Einfach mal reingucken, das ist genau beschrieben, wie die auch gehandhabt werden. So viel dazu. Die Zielbereiche, okay, um darauf kurz einzugehen, die Zielbereiche sind nur dafür da, dass wir wissen, okay, in diesem Bereich kann was passieren, muss nicht, aber kann. Die dickeren Linien sind wichtiger als die dünneren, das muss man wissen. Und wir müssen einfach nur wissen, dass wenn er an so einen Zielbereich läuft, wenn er an den hier unten läuft, müssen wir wissen, dort wird er vermutlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit bremsen, das heißt, wenn er den Zielbereich anläuft, sollte ich meine Position absichern. Immer an den Zielbereichen, da wo die Linien drinnen sind, müssen wir damit rechnen, dass da was passiert. Es hat nichts mit dem Einstieg zu tun oder sonst irgendwas, sondern nur was damit zu tun, wie ich meinen Stop weiterführe und wo, damit ich weiß, wo kann was passieren, wo werden die anderen Händler in irgendeiner Form reagieren. Die Berechnung und so weiter spielt jetzt hier keine Rolle, das kann man im Seminar sauber lernen. Die Automatisierung ist einfach nur eine Vereinfachung, deswegen haben wir die auch in den Handelschart gepackt, weil da gehören sie hin. Deswegen sagen wir mal, zwei Charts, ein zum Handeln und ein zum Setup-Scene zum Gucken. Wie kann man ändern, dass die möglichen Stop- und Take-Profit-Linien für eine Long-Position angezeigt werden? Das kann ich dir sagen, das macht er automatisch, weil in dem Moment, wo wir Long unterwegs sind, das heißt, unsere Indikatoren, die wir drin haben, auf Long umspringen mit einem blauen Hintergrund, einer blauen Trendlinie, so wie hier. Hier würde er uns anzeigen, dass der Stop unten drunter liegt und der Take-Profit oben drüber. Das läuft automatisch. Brauchen wir nicht ändern. Wird auch nicht geändert. Weil, was haben wir? Wir brauchen ja jetzt hier nicht wissen, wo für eine Long-Position der Stop hingehört, oder? Das hat ja mit Euro-Pro nichts zu tun. Das wären ja dann reine Interpretationen. Mein Gott, trockene Kehle und kein Bier. Es wäre eine reine Interpretationsgeschichte oder andere Positionen, die wir dann das in den Live-Webinaren machen. Denn dafür sind die auch nicht ausgelegt, sind auch dafür nicht automatisiert. Ob wir das vielleicht irgendwann mal machen, ist ja eine Anregung wert. Kann man mal drüber nachdenken. Soweit das Regelwerk und Installation, Einrichtung von EuroPro klar. Wie bekomme ich das Update für den Seitenmanager bzw. in den Initialanalysen? Ja, kostet 89 Euro plus Versand, Harry. Wenn du das schon gemacht hast, brauche ich nur eine Mail. Wenn du das schon erworben hast oder über einen Shop oder sonst irgendwas brauche ich und du es bezahlt hast, brauche ich von dir nur eine Mail mit deiner Postanschrift und mit deinem Login-Namen für die Future Station. Das heißt WHDE, deine vierstellige Zahl dahinter. Mit Luxemburger Konto hast WHSC und die vierstellige Zahl dahinter hast du ein Future-Konto als Login, dann ZMG. Wenn ich diese Mail habe mit deinem Login-Namen und mit deiner Postadresse, ist das innerhalb von wenigen Stunden freigeschaltet. Da bin ich allerdings auf die Buchhaltung von WH angewiesen, weil das die hätte sein können, dass einer ein Future-Konto hat, ein CFD-Konto dahinter liegen. Wenn du auf den Button gehst, hier den Nano-Trader zu starten, dann steht hier oben dein Login-Name. Da drinnen, Name. Und diesen Namen, den solltest du mir per Mail schicken. Dann wird darauf alles erläutert.
Den Alarm per E-Mail richte ich mir im Chart CFD pro unterstrich 1 Minuten an, so wie im alten Handbuch beschrieben. Da muss ich mal auseinanderpflücken. Die Alarme, wenn du die haben willst, die richtest du dir in dem 5 Minuten ein. Da, in dem Euro US-Dollar Spot plus plus 5 Minuten CFD pro unterstrich Alarm. Im Handelschart fehlen mir oben links die CFD Pro Infos. Okay, mach ich sofort. Die Alarme, die er in 5 Minuten bringt, wir sollen uns ja darauf vorbereiten, auf den Trade im 1 Minuten. Der akustische Alarm kommt aus dem 5 Minuten. Das heißt, wir müssen warten, bis der Alarm aus dem 5 Minuten kommt. Der bringt uns auch das akustische Signal und dann gucken wir im 1 Minuten, dass wir nach Euro Pro den sauberen Einstieg kriegen. Das Alarmsignal im 1 Minuten wird nur noch verfeinert. Das heißt, im 5 Minuten bereiten wir uns darauf vor. Der sagt so, jetzt könnte was passieren und dann gehen wir in den 1 Minuten und suchen uns dort den Einstieg und das Signal im 1 Minuten ist nochmal vom 5 Minuten verfeinert. Im Handelschart fehlen mir oben links die CFD Pro Infos und Click Target Stop. Wo kann ich die einschalten? Hier oben, ganz oben in der Ecke ist so ein kleines Ding neben dem blauen Balken. Dort gibt es, da kann ich das ein- und ausschalten. Plus, dann ist es, wenn das Plus drin steht, ist es weg und wenn ich da drauf gehe und mache das auf, dann klappt er mir das auf und dann zeigt er mir alles, was da drin ist. Okay, Heinz? Aber im 1 Minuten kommen doch auch Alarme? Ja, aber die akustischen Alarme werden aus den 5 Minuten gezogen, weil sonst habe ich ja keine Zeit mehr. Kann man einstellen, welche Wave er beim akustischen Alarm nehmen soll? Noch nicht, kommt aber. Das kommt irgendwann im nächsten kostenlosen Update. Bin ich aber auf die Jungs von WH angewiesen. Mit diesem Update werden wir es wahrscheinlich auch hinkriegen, dass wir den akustischen Alarm im 1 Minuten einstellen können. Das sind Verfeinerungen, die noch kommen. Das kann aber auch noch ein bisschen dauern. Das werden wir mit Sicherheit nicht diese und nächste Woche hinkriegen. Wird auch kostenlos dann zur Verfügung gestellt. Gibt es die Beschreibung in Printform für die abgedateten Systeme? Die gibt es, Harry, die gibt es. Ich habe sie zu, ich sag mal, 2/3 bis 3/4 fertig und unsere liebe kleine Sonja wird die in den nächsten Tagen Korrektur lesen. Und wenn die gedruckt sind, gehen die auch per Post raus. Weil wir das noch nicht fertig haben, machen wir genau dieses Webinar hier und das machen wir jetzt auch alle 14 Tage. Alle 14 Tage abends, gerade für die Neulinge. Kommt Cable Pro noch hinterher? Cable Pro kommt noch hinterher. Aber ich lasse mich nicht nochmal unter Druck setzen, dass wir sagen, so, wir machen, das muss jetzt kommen. Wir haben immer gesagt, dass Cable Pro, das läuft einfach noch nicht stabil und solange es noch nicht stabil läuft, geht das hier auch nicht raus. Manchmal läuft das in 3-4 Wochen, läuft so eine Geschichte eben stabil und läuft gut und performt. Und wenn es mir dann in einer Woche die ganze Performance wieder zerhaut, muss ich ein paar Sachen überdenken und ein paar Sachen umbauen. Und hier gehen nur Sachen raus, die auch sauber laufen. Cable ist Pfund US-Dollar. Soweit die Handhabung. Klar, das Webinar von heute werden wir auch mit den ganzen Erklärungen werden wir auch hochladen und wird auch in der Mediathek unter Support-Videos verfügbar sein. Cable Pro, sobald wir das haben, wenn wir das haben sollten und wenn das stabil läuft,
kriegen die Leute, die das Update hier zur Verfügung haben, wird das in die Studien CFD Pro, deswegen heißt es auch CFD Pro, weil dort wird im Laufe der nächsten Zeit noch Pfund US-Dollar dazukommen und wir arbeiten auch schon eine ganze Weile am Euro-Yen, der als Alternative zum Euro-US-Dollar dazukommen soll. Wenn hier im Euro mal nichts läuft, dann kann man sich auch ein paar Tage auf was anderes konzentrieren. DAX Pro kommt gleich. Ja, haben wir das Kebel Pro und das Kebel Pro wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Deswegen haben wir gesagt, das kommt in dieses CFD Pro mit rein. Zu dem Euro Yen kann und will ich mich noch nicht äußern. Da müssen wir sehen, was an Programmierkosten und so weiter auf mich zukommt. Aber dazu müsstet ihr uns eigentlich lange noch kennen. Wir haben noch nie einmal das Fell über die Ohren gezogen. Also das wird keine teure Nummer. So, bietest du irgendwann mal ein Webinar an, um auch kleinste Bewegungen aus dem Markt herausholen zu können? Du handelst doch selbst auch Tage, an denen wenig Bewegung vorhanden ist und trotzdem einige Punkte rausziehst. Ja, sobald wir das zeitlich irgendwo gebacken kriegen, werden wir das tun. So. Zum Euro, also zum CFD Pro erstmal soweit erledigt, oder? Ich will gleich einen Punkt mit abhaken. Wenn man hier jetzt noch, wir haben ja hier im Seitenmanager, haben wir ja CFD Pro Alarm plus plus CFD oder CFD Pro Alarm. Das, der CFD Pro ist im Moment nur für den Euro-US-Dollar ausgelegt. Kebel wird in diese Studie hier mit eingepflegt, also in dieses Layout mit eingepflegt, wenn das fertig ist. Dann haben wir alternativ die Leute, die im DAX handeln wollen. Für die haben wir das DAX Pro und ich glaube, das ist auch das, worauf die meisten Leute lauern. Das ist allerdings ein eigenes Layout. Wenn man diese die zusammenfügen will, dann gehen wir hier oben, das zeige ich jetzt noch, ich werde es dann aber nicht speichern. Wer den DAX hier mit reinhaben will, in diese Studien hier. Achso, ich habe meinen Handelschart ausgegliedert hier, deswegen. Den werden wir wieder eingliedern. Sonst zerschießt es das. So. Wenn man das hier mit einfügen will, wenn man sagt, man hat drei Bildschirme oder vier Bildschirme und will auf zwei Bildschirmen Euro handeln und auf einem Bildschirm den DAX, so mache ich es in der Regel. Aber ich habe auch Platz auf meinem Bildschirm hier. Der geht einfach auf Chart öffnen. Dann kriegt er dieses Fenster auf. WHS, CFD, Index, ist aber dann im Handbuch genau beschrieben. Europe und dann Germany 30. So, und da haben wir den CFD Pro DAX unterstrich 10 Minuten und den CFD Pro unterstrich DAX 15 Minuten und den CFD Pro DAX Handelschart. Die können wir rein theoretisch jetzt hier in dieses Layout mit einfügen. Alle drei nacheinander. Dann haben wir alles zusammen in einem Layout. Das heißt, wenn wir jetzt hier drauf gehen, sagen, okay, wir nehmen den CFD Pro DAX, zack, dann haut er mir den hier mit rein. Und dann kann ich drauf gehen und kann sagen, WAS, CFD, Index, Europe, Germany 30. Den 10 Minuten haben wir jetzt. Jetzt nehmen wir den 15 Minuten Spannenchart. Dann haben wir den auch. Wer jetzt einen dritten Bildschirm hat, zieht sich die beiden einfach auf einen anderen Schirm. Und wir haben auch den CFD Pro DAX Index Europe Germany 30 und dann den Handelschart.
So, den nehmen wir dann dazu. Da ist er. Und dann hätte ich alles in einer Studie, muss dann nur hier oben drauf gehen und sagen, Seite speichern unter. Und dann kriegt das Layout einen Namen, CFD Pro Unterstrich mit Unterstrich DAX als Beispiel. Dann habe ich alles in einer Studie. So, jetzt habe ich eine Studie hier drinne, die da jetzt heißt CFD Pro. Da ist sie, CFD Pro mit DAX. Wenn ich da drauf gehe, macht er mir jetzt das Bild auf mit DAX und Euro in einem Feld. Starte ich den CFD Pro Alarm +++, macht er mir mein Euro-US-Dollar-Chart auf mit meinem dazugehörigen Handelschart und mit meinem Alarm, den ich ein- und ausschalten kann. Und wenn ich nur den DAX handeln will, dann gehe ich auf CFD Pro DAX. Pop. Und dann haben wir diese beiden Fenster nebeneinander. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir haben einmal den 15-Minuten-Spannchart, den hier mache ich jetzt mal ein bisschen größer. Wir haben den 15-Minuten-Spannchart und wir haben den 10-Minuten-Chart. Wichtig ist, dass wir, und das Bild solltet ihr euch auch angucken, dass die Sentimentoren hier unten, der Metasentimentor, genau so eingestellt ist. Und zwar, wenn wir den hier aufmachen, ist der erste Wert, der erste Wert, Smoothness, der bleibt auf 1. Dann haben wir CFD Pro Stop, der geht auf 0. Und wir haben CFD Pro Senti Express, der geht auf 1. Und wenn wir das haben, haben wir auch die Alarme da drin. Und in 10 Minuten haben wir genau das Gleiche. Ups, ein bisschen klein. Der erste Wert, Smoothness, bleibt auf 1. Dann kommt der zweite, der Stop, der geht wieder auf 0. Dann haben wir CFD Pro Metasentimentor, der geht wieder auf 1. Und dann haben wir hier die Pre-Day Zielbereiche, die gehen auf 0. Die haben mit dem Metasentimentor nichts zu tun. Handelsregeln sind hier sehr vereinfacht gehalten. Das war vorher viel komplizierter. Handelsregeln. Ich sage jetzt mal so, wie ich es handle und so, wie es für uns auch am erfolgreichsten ist. Wir haben den Nachteil, wenn wir den DAX nicht im Future handeln, sondern als CFD handeln, dann haben wir, nee, Renate gibt es nicht. Wenn wir den als CFD handeln, dass wir hier einen 15er Spannchart haben, wir haben aber im CFD haben wir keine historischen Daten. Das heißt, in dem Moment, wo die Plattform runterfahren oder wo wir das Layout wechseln, bastelt er uns neue Kerzen und die bastelt er dann zeitbasiert, nicht spannbasiert. Das kann er nicht. Deswegen haben wir alternativ dazu für das DAX Pro den 10 Minuten. Ich selber handle immer das Signal, was als erstes kommt. Und das erste Signal, was heute kam, war heute Morgen. War schon heute Morgen ganz zeitig. Muss auch fairerweise sagen, wir hatten natürlich auch die Unterstützung, wer die letzten Tage in den Nachmittagswebinaren dabei war, weiß, dass ich dem DAX über 10.000 kein Stück getraut habe. Es wäre das erste Mal in den letzten 10 Jahren oder so, die man sich in diesem Markt bewegt, dass so eine markante psychologische Marke im ersten Anlauf direkt durchschossen wird. Also, wir sagen, okay, der kann ruhig ein paar Mal durch, so auf 10.030, 10.020, 10.030, 10.040 und dann sollten wir uns schnellstmöglich irgendwo einen Short-Einstieg suchen. Die
Der Sentimento ist unten drinne. Zeige ich gleich. Wir haben heute Morgen gesagt, wenn die 9980 bricht, dann suchen wir uns einen Einstieg, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er Richtung 9800 geht. Wir hatten hier die erste Bewegung, den lassen wir laufen. In so ein fallendes Messer haben wir ja gesagt, greifen wir nicht rein. Wer natürlich ganz fein ist, der kann sich, so wie Renate gerade fragt, kann sich natürlich noch einen 5-Minuten-Chart dazu holen oder einen 1-Minuten-Chart sogar dazu holen, was uns aber wieder völlig kirre in der Birne macht. Aber wer das natürlich will, kann seinen Einstieg da auch verfeinern. Ich gehe nach den Signalen, die wir haben. Und wir hatten heute Morgen das erste Short-Signal. Da. Wer ganz fein handeln wollte und genauso heiß drauf war, dass die 10.000 nach oben nicht hält, war das erste Signal Einstieg bei 10.010 und das wurde sogar nochmal verfeinert auf 10.016, ein Short-Signal. Wurde dann aufgehoben oder wurde nicht weiter fortgeführt, weil das mit der Kerze nicht ausgeführt hat. In der Regel soll das Signal mit der nächsten Kerze ausgeführt werden, wenn er das nicht schafft, dann zeigt er den Einstieg auch nicht. Trotzdem kann man die Position darunter handeln oder handeln lassen. Sicherer ist es, wenn man den ersten Schub fallen lässt und dann sich so ein Signal nimmt, so wie hier. Leerverkauf nächste Periode, Einstieg bei 9888. Dann wurde es verfeinert. Leerverkauf nächste Periode, Einstieg bei 9990. Und das wurde hier mit der Kerze nachher ausgeführt, deswegen ist der dicke Pfeil da drauf. Richtig, Christian, genau da ist das Problem. Wenn wir hier unten die Zahlen nicht sauber einstellen, im Metasentimentor, nehmen wir mal den letzten Wert hier. Den. Wenn wir da drauf gehen und wir stellen den auf 1, zack, dann sind die Signale weg. Weil er dann andere Werte mit zur Berechnung nimmt, die für die Signale nichts damit zu tun haben. Die Zahlen hier unten müssen sauber eingestellt sein. Okay, wenn man den Metasentimento nicht sieht, dann sieht das Bild wahrscheinlich so aus, so wie hier. Dann gehe ich mit der Maus hier unten drauf, komme auf die Kante, fasse die an und ziehe die einfach nach oben. Dann habe ich den. Der ist nur versteckt da unten. Ich glaube, es müsste so gehen. Genau, auf die Linie und dann einen Doppelklick drauf machen. Dann macht er das Ding auf und dann sehe ich auch die Werte. Und die müssen genauso eingestellt sein wie hier auch. Dann sind die Signale auch da. Aber dem Metasentimento brauchen wir nur, dass er uns die Signale in den Chart schießt. Wir brauchen ihn ja nicht die ganze Zeit zu sehen. Dann kommt die Folge danach. Dann entweder sucht man sich ein festes Ziel. Punkte. So wie unser Hubertus heute Morgen hat geschortet, ist mit 20 Punkten raus, hat einen lieben Gott, einen lieben Mann sein lassen. 20 Punkte ist eine schöne Nummer. Andersrum kann man es genauso machen, so wie wir es heute Morgen gemacht haben. Einsteigen, Stop, so in dem Bereich 15, 20 Punkte aufs Tagesziel legen und dann laufen lassen. Wenn man so ein übergeordnetes Ziel hat, in der Regel, so wie wir jetzt gesagt haben, die 9,8, dass die unten fällig ist, dann kann da nichts passieren. Wenn ich meinen Stop auf mein eigentliches Tagesziel legen kann, und wir sind heute einfach in der komfortablen Lage, wir dürfen nicht vergessen, dass wir am Montagvormittag eine Position im Euro reingepackt haben, die heute mit 85 Pips geschlossen wurde. Heute Nachmittag haben wir eine Position drin gehabt, die mit 10 Pips geschlossen ist. Das heißt, wir haben diese Woche 95 Pips im Euro. Wenn ich dann noch in der Lage bin, 15 Pips im DAX draufzulegen, was will ich denn mehr? Dann lege ich meinen Stop auf die 15 Punkte
und sehe zu, dass er eventuell die 9,8 noch erreicht, weil wenn er die 9,8 erreicht, schließe ich die Position mit 190 Punkten. Anders kann man den Stop genau hinterherziehen, hinterher trailen nach Markttechnik. In dem Fall wäre man hier bei 65 rausgeflogen mit 30 Punkten, wenn man im Spannchart nachtrailt. Oder Bewegung, Korrektur, Bewegung. Dann wären wir hier mit dem gleichen Hoch auch bei 64, 65 rausgeflogen. Handeln im 1 Minuten, im Spannchart oder im anderen. Wir haben hier unten genau das gleiche. Wir haben einen ausgelagerten Chart und den Handelschart. Den haben wir auf 1 Minuten eingestellt. Kann sich aber jeder einstellen, wie er will, um auf die Frage von Renate zu kommen. Hier haben wir den Handelschart, wo wir sehen können, wir hätten heute Morgen oder heute Mittag in diesem Move, hätten wir nie eingreifen können. Hätten wir uns eine blutige Nase geholt. Deswegen habe ich gesagt, die erste Position einfach fallen lassen und dann den Einstieg suchen. Wenn man nach dem 1 Minuten oder 5 Minuten Chart sich einen Einstieg sucht, dann kriegt man hier in diesem Bereich den Einstieg und kriegt wahrscheinlich, wenn man hier ein neues Tief hat, stoppt da oben drüber mit einem kleinen Verlust ausgestoppt. Wenn man weiß, wie weit so ein Chart korrigieren darf und wann unsere Signale kommen, nehmen wir die komplette Bewegung. Halt, Stopp, falsche. Wir hatten ja nur die erste Bewegung, die da, und dann weiß ich, wie weit er zurücklaufen darf. Nämlich genau bis dahin. Da liegen die Stops und die werden in der Regel auch kurz geholt. Was er hier auch gemacht hat, mit dem Spike durch, die Stops über der 61,8 geholt. Wenn wir den dann verändern nach dem zweiten Tief, wissen wir auch, wie weit wir noch damit rechnen müssen. Schlusskurse immer an der 61,8 hier. Ist für den Jung eigentlich auch prädestiniert. Auf Fragen gehe ich gleich ein. Und dann klatscht er schon ab hier und geht hier runter bis 9.900 und 30. Von 90 kommt. Wir hatten unser Signal bei der 90, das heißt hier, in diesem Bereich. Sicher kann man es mit einem 5-Minuten- oder 1-Minuten-Chart verfeinern. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es sind einige Leute, die noch lange nicht so fit sind, in so einem Chart hin und her zu springen. Ich gehe mal davon aus, dass Hubertus heute genau dieses Signal da oben genommen hat, deswegen ist er auch bei 10.000 rein und ist dann mit 20 Punkten sehr schnell raus. Das war eine Sache von wenigen Minuten. Grundregel, die wollen wir ja nicht verletzen. Wir brauchen ja ein Regelwerk, nachdem wir handeln wollen. Und dieses Regelwerk heißt einfach, entweder im Spannchart, wenn wir den Spannchart laufen haben, Alternative, Alternative 10 Minuten. Ich nehme jedes Signal. Kriege ich hier eins, handle ich das. Wenn ich hier im 10 Minuten zu diesem Zeitpunkt keins gehabt habe, dann handle ich das. Einstieg wäre hier bei 54 gewesen. Und zeigt er im 10-Minuten-Chart nicht, weil dieses Signal immer noch aktiv ist hier, ist noch nicht aufgehoben. Gibt es einen Chart-Trader oder sowas? Selbstverständlich gibt es auch hier den Chart-Trader. Ich muss da nur ein Konto hinterlegen. So, kann ich hier einen Chart-Trader einschalten. Und wir haben das jetzt voreingestellt, Click-Stop 25 Punkte. Und Target auf 50 Punkte. Immer ein CRV von 2 zu 1. Woher kommt das? Dieses Verhältnis. Das kommt einfach daher, dass wir sagen, wenn so ein Signal kommt, so wie hier, muss der Stop über das letzte Hoch, über dieses Hoch von dieser Kerze. Das heißt, in dem Fall, ihr Einstieg bei 90 und der Stop gehört hier oben über die 10, weil das Hoch war bei 10.010, 10.011. Deswegen
hat uns die Erfahrung einfach gelehrt, als wir in der Programmierung von der Geschichte war, dass wir in der Regel mit 20, 25 Punkten im DAX Pro nach den 10 Minuten oder nach dem Spannchart arbeiten müssen. Die Logik ist auch, dass wir haben ja mal nur im Spannchart angefangen. Das heißt, wenn ich im Spannchart den Stop über die letzte Kerze lege, da ich einen 15er Spannchart habe, ist die Kerze 15 Punkte lang. Darunter lasse ich mich einstoppen. Plus Brett bin ich ja bei Minimum 15 Punkte plus Brett plus ein Punkt darunter zum Einstoppen bin ich Minimum bei 16, 17 Punkten. Im 10-Minuten-Chart kann es eben auch passieren, dass wir auf 22, 22 Punkte gehen. Deswegen haben wir es mit 25 Punkten voreingestellt. Lässt sich aber, der Stop lässt sich ja genauso verfeinern wie überall. Der Unterschied zwischen den kleinen und großen Dreiecken, ich zeige das hier mal in dem Chart, ist, das kleine gibt mir das Signal und sagt, Leerverkauf nächste Periode. Hier wird das Signal verfeinert auf 9.990 und hier das große Dreieck sagt einfach, der ist unter die 90 geschossen, da wurde die Position ausgeführt. Also handeln nicht im Spannchart, nicht im 10-Minuten-Chart, sondern gehandelt wird im Handelschart, nach Möglichkeit im nackten Chart. Je nachdem, wonach ich einsteige, Georg, also die Frage, legst du deinen Stop über den 10 Minuten oder über den Spannenchart? Wenn ich nach Spannenchart handel, muss ich auch meinen Stop über die Spannenkerze legen. Handel ich im 10-Minuten-Chart, muss ich auch über, also das Signal, habe ich das Signal aus dem 10-Minuten-Chart gehört, der Stop da oben drüber, handel ich nach dem Spannenchart, gehört er dann da oben drüber. Je nachdem, wo das Signal herkommt, danach muss ich auch den Stop setzen. Das kleine Dreieck zeigt den Einstieg, zum Beispiel 11 Uhr Einstieg, Leerverkauf 9000. Ab wann zeigt er es an? Mit, wenn die Kerze fertig ist. Am Tief wird eingestiegen, am Schlusskurs oder am Ende der Kerze. Das heißt, das Signal hier kommt mit da, wenn die Kerze fertig ist, setzt er diesen Pfeil da oben drauf und sagt Einstieg bei 9988. Das heißt, wenn die Kerze fertig ist und die hier anfängt zu laufen, die kommt ja von der 99 oben, dann lege ich meine Short-Stop-Order hier unten drunter. Dann, diese Kerze schafft das nicht, die kommt hier nicht drunter, die verfeinert das Signal und sagt dann Einstieg bei 9990. Also ziehe ich meine Short-Stop-Order hinterher auf die 90 und lege sie dahin. Und dann kommt die Kerze um 10.50 Uhr, greift das und dann setzt sie auch das Ding drauf, dass das Signal gegriffen hat. Ausstiegssignal kommt zum Beispiel so wie hier nach der Uhrzeit. Das wird auch im 10 Minuten kommen, spätestens 22 Uhr kommt das Ausstiegssignal. Wer den Nachtspread von 8 Punkten im DAX nicht mitnehmen will, sollte seine Position 22 Uhr schließen. Wer mit so einer Position 60 Punkte vorne ist und die über Nacht laufen lassen will, kann das gerne tun, nur dementsprechend abgesichern und berücksichtigen, dass wir 8 Punkte Spread haben über Nacht. Warum ist die im Spannchart die Kerze um 11 Uhr so kurz? Habe ich gerade erläutert. Das Problem ist, dass ich jetzt die Charts hin und her gewechselt habe und deswegen haben wir hier keine Spannkerze mehr von 15 Punkten, sondern der berechnet die jetzt nach Zeit eben. Deswegen sind die alle unterschiedlich groß. Wir haben im Spannchart im CFD keine historischen Daten, dass er eben die Spannen weiter laufen lassen kann. Sorry, wollte wissen, warum es unterschiedlich große Pfeile gibt. Klaus-Peter, ich glaube, die Frage haben wir beantwortet. Handel im 10-Minuten-Chart haben wir auch beantwortet. Welches Signal ist wichtiger? 10 Minuten oder 15 Minuten haben wir auch beantwortet. Christoph, habe ich noch irgendwas übersehen während der Fragestunde? Gibt es CFD Pro-DAX auch als MT4-Version? Wir sind an der MT4-Version dran. Wir haben auch schon drei Leute da dran, die die MT4-Version testen.
die gucken, ob die Astrein läuft, vor allem ob die Signale genauso sind wie im Nanotrader. Wenn die stabil laufen, wählt ihr CFD Pro oder Euro Pro und CFD Pro unterstrich DAX auch im Metatrader zur Verfügung gestellt kriegen. Fragt jetzt nicht, bitte nicht, was es kostet. Das werden wir dann sehen, wenn es fertig ist. Und dann müssen wir auch sehen, wie viele Leute sich dafür interessieren und wie viele Leute sagen, okay, die wollen es gerne haben. So, Metasentimentor haben wir. Hat der DAX akustischen Alarm? Muss ich gucken, ob der schon drin ist. Ansonsten kommt das in einem der nächsten Updates. Da haben wir den akustischen Alarm, Ton an, aus. Genau das gleiche. Im 15 Minuten und im 10 Minuten, so sollte es jedenfalls sein. Genau, Ton an, Mail an, Pop-up-Fenster, genau das gleiche wie im CFD Pro auch. Da kann man alles einschalten, dass man auch einen akustischen Alarm kriegt, für die, die lieber mal draußen in der Sonne liegen, wenn schönes Wetter ist, ne? Kleinen Dreieck zeigt den Einstieg, zum Beispiel 11 Uhr Einstieg, Leerverkauf. Ab wann zeigt er es an? Habe ich gesagt, ab Schlusskurs der Kerze. Wenn die Kerze fertig ist, dann zeigt er das Dreieck an. Welche Bedeutung haben die farbig hinterlegten Flächen? Bisher habe ich verstanden, dass ausschließlich aufgrund der Signale gehandelt wird. Die Flächen dahinter sind Ruhephasen. In denen sollte man sich keine Einstiege suchen. Das sind auch die, wo wir den höchsten Spread haben. Und in der Regel kommt dann bei diesen Ruhephasen, wenn wir das mal sehen, die Kerze hier schließt um 21, die eröffnet um 21.59 Uhr, also eine Minute vor 10, die endet dann 59, logischerweise. Deswegen färbt sich danach der Filter als Warnung und sagen, okay, wir bewegen uns jetzt außerhalb der Haupthandelszeit, also Aufpass oder Finger rauslassen. Im 10-Minuten-Chart ist unten jetzt ein blaues Feld. Was zählt jetzt mehr, der Alarm im 1-Minuten-Chart oder im 10-Minuten-Chart oder das blaue Feld? Im 10-Minuten-Chart. Da wir noch ein aktives Long-Signal, Short-Signal haben, ist das relativ egal. Wir sind sogar nach den Signalen, sind wir in einer komfortablen Situation, dass wir hier nach dem 10-Minuten-Chart hier oben bei 90 schon einsteigen konnten. Nach dem Spannchart das Signal immer noch gültig ist und sogar erst hier unten bei 50 nochmal unterstützt wurde. Die sind ähnlich Euro Pro zu verstehen, steckt bloß ganz was anderes dahinter und er muss in diesem Bereich zurücklaufen, um die Signale auch zu generieren. Wenn jetzt ein Gegensignal kommen sollte, dass er sagt, okay, wir gehen hier long, dann sollte man auf dieses Long-Signal hören, aber nicht weil man long gehen will, sondern weil man dann den Stop da drauf legt. Also sollten wir jetzt hier im 10-Minuten-Chart ein Long-Signal kriegen, dass er sagt, Einstieg da und da long, wäre es gegenläufig, dann legen wir dort den Stop hin. 10-Minuten-Chart, mein letzter Zielbereich endet hier bei 9.985. Ist das so okay oder hast du weitere Einträge shortseitig? Falls ja, hast du mir heute schon mal per Mail geschickt. Hast du vollkommen recht, die Zielbereiche enden da auch noch. Wir wollten das DAX Pro oder CFD DAX eigentlich ohne Zielbereiche ausliefern. Wir haben die ersten Zielbereiche dort eingefügt. Wenn wir die weiter automatisiert haben, werden die kostenlos mit einem der nächsten Updates, wenn die fertig sind und auch funktionsfähig sind, werden die kostenlos automatisch ausgeliefert. Das werdet ihr dann sehen, wenn ein Update installiert wird und die ganze Geschichte dann anders aussieht.
Das ist nur fürs Auge, um das mal ganz lapidar zu sagen. In diesem Bereich sollte man jetzt ein bisschen vorsichtiger werden, so wie hier, wenn wir jetzt rot sind und der wird blau hier unten, sollte man sehen, okay, dass man ein bisschen Stop aufs Tagesziel oder so legt, um das nachzuführen. Wir müssen die Flächen nur farbig markieren, damit er auch die Signale dementsprechend generieren kann. Die braucht er, um die Signale rauszuziehen. Wenn du eine Rot-Blau-Schwäche hast, dann werde ich sie dir weiß einfärben. Zeig mir bitte nochmal, wo ich im CFD Pro 5 Minuten Alleinstellung, also die akustische Einstellung, machen kann. Mach sie genauso wie hier, ist haargenau das gleiche auch im CFD Pro. Du hast hier in der Designerleiste, machen die mal fest, in der Designerleiste hast du dann hier unten den Meter-Sentimeter und da hast du dann CFD Pro unterstrich Senti Express und da kannst du auf das Zeichen gehen und da hast du die einzelnen Werte. Und alles, was du auf 1 stellst, wird aktiviert und alles, was auf 0 ist, ist deaktiviert. Das ist bei allen Alarmen so, die wir ausliefern werden, auch in Zukunft ausliefern werden. Das wird auch im Kebel und im Yen dann so sein. Der Meter-Sentimeter haben wir hier genau das gleiche. Wenn wir den Meter-Sentimeter brauchen wir immer, dass er Signale liefert. Deswegen kann der auch Position schließen, deswegen sollen wir auch hier, da wo der Meter-Sentimentor aktiv ist, wenn wir den hier rausnehmen, bleiben die Pfeile drin. Warum? Ah. Hier haben sie es schon hingekriegt. Okay. Hier könnte man wahrscheinlich sogar im Chart handeln. Ich würde es nicht tun. Ich würde trotzdem immer einen nackten Chart nehmen und nichts drin haben zum Handeln, was eventuell die Position beeinflussen könnte. Ich hatte das in der Testphase, nachdem die Jungs mir das alles eingerichtet hatten, mit allem drum und dran komplett, hatte ich eine Position mit 20 DAXen drin und habe dann nur in dem Chart das Konto gewechselt. Das heißt, ich wollte die Position in diesem Chart hier mit übernehmen, da habe ich mir die Position zugemacht. Da habe ich gesagt, scheiße, was hast du jetzt gemacht? Ich dachte, okay, die Position lief aber gut und habe eine neue Position reingepackt und als ich die reingepackt habe, habe ich sie sofort wieder geschlossen. Das Blöde war nur, es war abends, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, es war 10:01, das heißt, er hat die erste Position zugemacht, weil ich genau Punkt 10 das Konto gewechselt habe. Also hatte ich 8 Punkte das Brett, habe die Position geschlossen. Die nächste, die ich aufgemacht habe, hat er sofort wieder zugemacht, nochmal 8 Punkte Verlust draufgeknallt. Und das mit 10 DAXen sind jedes Mal 80 Euro. Da waren wir eben so ratzfatz 160 Euro WECH. Deswegen würde ich immer oder plädiere ich auch immer dafür und deswegen haben wir auch immer einen separaten Handelschart dazu, den ihr auch hier unten liegen habt. Da haben wir ihn und dann könnt ihr hier das Ding auf einen anderen Schirm ziehen, wenn es denn mal geht, auf einen anderen Schirm ziehen. Hallo, hatte ich doch ausgebettet, warum macht er das jetzt nicht? So, genau. Jetzt ziehe ich mir ihn. Jetzt habe ich ihn auf einen anderen Schirm gezogen und dann sieht das ganze Bild nämlich so aus. Mal gucken, was ihr jetzt überhaupt seht. So. Da habe ich hier meinen Handelschart und habe hier auf meinem mittleren Bildschirm habe ich dann mein DAX Pro. Und wenn ich den dritten hier noch belegen sollte, dann den dritten Schirm, dann kann ich da sogar meinen Euro Pro draufpacken, halbiere hier den rechten Schirm als Handelschart für DAX Pro und einen Handelschart für Euro Pro und dann habe ich auch beides miteinander verbunden.
Du hast ein extra, Thorsten, du hast ein extra Chart, Bild, Euro, CFD, Pro, Unterstrich, Alarm, 5 Minuten. Machen wir nochmal schnell. DAX können wir beiseite schieben. Wichtig ist, dass er das Wichtigste vielleicht durch das Webinar das Wochenende nochmal ein oder zweimal reinzieht und dann nutzt bitte die Zeiten morgens oder nachmittags in den Webinaren, um auch Fragen zu stellen. So, du hast hier unten, wenn du drauf gehst auf dieses Zeichen, hast du Euro-US-Dollar-Spot plus plus 5 Minuten CFD pro unterstrich Alarm. Wenn du den aufmachst, dann hast du genau dieses Bild, das ist nämlich der, wo die Alarme auch angezeigt werden. Da kannst du auch die Tonoption ein- und ausschalten, Thorsten. Upp. Da ist der Alarm-Senti, Ton aus, Mail aus, Pop-up aus. Okay. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde länger gebraucht, als ich wollte. Okay, dann haben wir das Thema auch erledigt. So, Fragen? Habe ich noch irgendwelche Fragen vergessen, Christoph? Nee, ich glaube nicht. Ich war mir vorhin nicht ganz sicher, ob du die Frage beantwortet hattest, mit, ob man einstellen kann, welcher Ton jetzt bei welchem Alarm abgespielt wird, dass man die quasi akustisch unterscheiden kann. Hattest du es genannt? Die Alarme sind noch fertig hinterlegt. Dass die unterschiedlich eingestellt werden können, soll in einem der nächsten Updates kommen. Aber ich glaube, die Grundlagen haben wir, glaube ich, erstmal, dass überhaupt ein Alarm da ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eine gute Hilfe. Aber mehr gab es nicht. Also ansonsten hast du alles ganz, glaube ich, ganz gut beantwortet. Um auf die andere Frage dann mal zu kommen, die grüne und die rote Linie. Wir sehen, wir haben jetzt alles auf blau, wir haben Long-Alarm und schon sind die Linien umgesprungen. Jetzt würde in dem Fall, wenn wir jetzt long gehen würden, würde der Stop hier liegen. Und das Limit würde hier oben liegen. Weil die schalten automatisch von Short auf Long und von Long auf Short um. Okay. Wir waren ja auch heute Abend nicht zum Handeln hier, sondern wir waren ja dafür da, um die Handhabung mal zu erläutern, wie man was überhaupt einstellt. Sind jetzt noch Fragen offen? Weil sonst würde ich nicht ganz gerne Abendbrot essen. Kann man zusätzlich den Spannchart auf das Future-Konto einrichten? Das sollte gehen. Sigi, schick mir die Frage bitte mal per Mail, dann werde ich die sehen, dass wir die morgen, dass ich die morgen im Laufe des Tages abgeklärt kriege. Kann ich ein Bollinger-Band in 5 Minuten Alarm einfügen, dann haue ich dir was an die Backen. Was bedeutet ein Punkt im DAX? Peter, stimmt, die Frage habe ich vergessen. Wenn ich mit einem CFD reingehe, mit einem CFD ist jeder Punkt 1 Euro. Wir haben für jeden CFD, mit dem wir handeln, eine Margin-Hinterlegung von 50 Euro. Das heißt, wenn ich mit 10 DAXen reingehe, habe ich eine Margin von 500 Euro. Gehe ich mit 10 Minilots im Euro rein, habe ich die doppelte Margin-Belastung. Deswegen handeln wahrscheinlich auch viele den DAX. Wer hier mit Bollinger-Bändern kommt, der rennt bei mir offene Türen ein. Okay. So, die jetzt, weil wir nicht mit Bollinger-Bändern handeln.
Du weißt doch gar nicht, was an den Filtern oder so überall verbaut haben. Vielleicht sind die ja drinnen. Also, dann bleibt mir nur eins. Danke an Christoph, dass er dabei war. Und dann bleibt nur eins. Euch ganz, ganz viel Glück und noch ganz, ganz viele Pips damit aus dem Markt zu holen. Heute war so ein typischer Tag im DAX, wo man sehen konnte, wie DAX Pro auch funktioniert mit allem drum und dran. Wir hoffen, dass wir in absehbarer Zeit sogar so weit sind, dass wir unseren Block aktivieren muss. Das ist eine reine Zeitfrage, dass er eben so eine Setups, die sich im DAX eben übergeordnet auch ergeben oder im Euro vielleicht mal übergeordnet ergeben, dass wir den Block sauber führen können. In 14 Tagen das Webinar werden wir machen zu dem Synergie-Trading. Dann haben wir das soweit fertig und dann dürfen wir auch die ersten dann werden wir auch die ersten dabei haben, die wir mitziehen, die dann sehen können, welche Position wir da handeln. Wir wollen im Start eine Gruppe von 10 Leuten hier zusammenkriegen, wen das interessiert. Wir werden in 14 Tagen, 3 Wochen auch die Manipulationspunkte von unserem Uwe hier irgendwo mit drin haben, die wir dann in einem ausführlichen Webinar vorstellen werden und die da dann erläutert werden, wie die auch gehandhabt werden. Wir werden auch für Uwe eine Gruppe im Synergietrading einfügen, dass die Jungs, die dann die Manipulationspunkte gelernt haben, das ist nicht so ganz einfach, das sind 3 oder 4 Webinare, a 2 Stunden. Wenn man das lernen will, es dauert auch eine Weile, bis man sich dort eingearbeitet hat. Wer daran Interesse hat, kann mir gerne eine Mail schicken. Und dann wird Uwe eine Synergietrading-Gruppe von mir zur Verfügung gestellt kriegen, wo er dann in den Zeiten, wo er handelt oder wenn er da ist, dann diese Positionen auch zeigen wird. Bitte nicht jeden Tag eine Mail schicken, wann das soweit ist. Wir machen es dann, wenn es fertig ist. So, für mich ist soweit alles beantwortet. Vielen Dank und große Klasse. Danke, guten Hunger. Danke, Bärbe, für die Blumen. Sage es ja ungern, geiles Seminar. Danke und schönen Abend. Ja, dir auch, Günther. So, wenn noch irgendwelche Fragen sind, lasst es erst mal sacken. Zieht euch von mir aus den nächsten Tagen das Webinar noch 2-3 Mal rein, schreibt euch ein paar Fragen auf. Wenn das Not tut und zu viele Fragen auftauchen, werden wir nochmal ein Aufbauwebinar an einem Abend machen. Und ansonsten gehen wir gerne auf die Fragen in den morgendlichen Webinaren ein und die, beziehungsweise Euro Pro, DAX Pro, wenn Kebel Pro nachher kommt, gehen wir in den kostenpflichtigen Nachmittagswebinaren darauf ein, weil die morgendlichen Webinare sind dafür da, dass die Newcomer bei uns lernen, mit dem Nanotrader und mit Euro Pro oder dem jetzigen CFD Pro umzugehen. DAX Pro, Kebel Pro und so weiter werden wir auf die Nachmittagswebinare legen. So. Also, in diesem Sinne, wir laden das Webinar noch hoch, wird morgen im Laufe des Tages auf der Homepage zu finden sein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Genießt es, lasst euch nicht wegpusten. Nehmt einen stabilen Schirm mit raus, wenn ihr Bier trinken geht. Euch einen schönen Abend. Danke an alle, die hier waren. Tschüss, tschüss und moin, moin.